Schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Ganz genau so wird die Kunst im Duden definiert. Aber lässt sich Kunst eigentlich überhaupt definieren? Ganz gleich, ob das möglich ist oder nicht, eins ist sicher, viele Menschen auf der Welt haben sie zu einem festen Bestandteil in ihrem Leben gemacht, könnten ohne selbst Kunst zu machen gar nicht leben. Zu diesen Menschen gehört auch der Deggendorfer Künstler Johannes Paquet. Emotion, Ausdruck, Form, Linienführung und Perspektive. Mit all diesen Elementen spielt Johannes Paquet schon seit er klein ist. Er ist leidenschaftlicher Künstler. In seiner Ausstellung Retrospektive im Deggendorfer Stadtmuseum stellt er momentan einige seiner Werke aus. Dabei erzählen sie die Geschichten aus dem Leben des 70-Jährigen. Auch Werke aus der Zeit seines Kunststudiums in München sind ausgestellt. Da war unser Problem, was viele Maler eben haben, ein zeitlich begrenztes Ereignis in 3D auf ein 2D-Blatt zu bekommen. Diese Aufgabe war beim Aktzeichnen in dem Fall mit einer Linie, allein mit Linien zu bewältigen. Man kann Tiefen mit Farben, mit Grauschattierungen erreichen und da war also die Linie gefragt. Dabei geht es in vielen seiner Werke um viel mehr als Linien. Manche haben auch eine sozialkritische Botschaft. Also diese Gleichstellung aller Menschen, das ist die christliche Botschaft und die ist leider in unserer Kirche nicht verwirklicht. Da brauchen wir gar nicht auf die anderen so runterblicken, auf die Muslime oder sonst jemand. Und was mich persönlich stört, ist das Gendern. Das kommt mir so vor, als würde man bei diesem Stich ins Herz, den es einen gibt, von Andersgläubigen und von Andersgeschlechtlichen und anderen Verbindungen, als würde man auf diesen Stich, der tief ins Herz dringt, ein Heftpflaster draufkleben. Das ist für mich also eine Verharmlosung dieser ungeheuerlichen Thematik. In seiner Ausstellung wird es aber noch persönlicher. Denn oft war die Kunst auch ein Ausweg für ihn aus einem dunklen Loch, ein Weg, mit dem er Geschehenes verarbeiten konnte. Das waren also 7 Jahre schwerster Depression, wo man immer gehofft hat, wo man gemeint hat, es gibt nur einen einzigen Ausweg, dass man endlich stirbt. In dieser Zeit hat er an einem sehr großen Bild gemalt, in dem er seine Ängste und Sorgen verarbeitet hat. Allerdings sah er das große Bild jedes Mal, wenn er in sein Atelier ging. Das hielt er nicht länger aus, machte ein Foto von dem Gemälde und warf es kurzerhand weg. In Zukunft zeichnete er dann in ein Skizzenbuch. Denn das konnte er schließlich einfach schließen, wenn er nicht mehr damit konfrontiert werden wollte. Zu dieser Ausstellung habe ich mir überlegt, diese 7 Jahre sind immerhin 10% meines Lebens. Soll ich das zeigen, was damals war? Und ich bin jetzt der festen Überzeugung, dass es richtig war. Ich habe das erste Mal wieder das Skizzenbuch aufgeschlagen, habe die einzelnen Seiten rausgetrennt und habe sie gerahmt und zeigt die hier. Dabei haben diese Skizzen 2 Botschaften. Erstens die immense Kraft, die Kunst hat. Schließlich hat ihm die Kunst besser gegen die Depressionen geholfen als jegliche Tabletten. Und als zweite Botschaft, man kann die Depression überwinden, wie jede Krankheit. Ich wäre nicht der Mensch heute, der ich jetzt bin, der glückliche Mensch, der ich jetzt bin, wenn ich dieses Tief nicht durchgemacht hätte. Und das möchte ich jedem mitgeben, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Die Krankheit ist besiegbar. Nach 7 Jahren hat er es dann geschafft, seine Depressionen zu überwinden. Mit ihm hat sich aber auch immer seine Kunst weiterentwickelt. Er hat sich nie auf ein spezielles Material oder eine bestimmte Technik festgelegt. Ganz egal ob Siebdruck, Radierung, Prägedruck, er hat schon vieles ausprobiert. Für den Prägedruck hat er sich sogar selbst eine Presse aus einem Wagenheber gebaut.
von meinem Lieblingssender das Logo. Und das möchte ich jetzt gern mal als Prägedruck drucken. Er ist gelungen. Er müsste jetzt noch ein bisschen aufgespannt werden zum Trocknen, dass er sich nicht hinterher wirft. So vielfältig wie seine Kunst ist, so sind auch die neuesten Kunstwerke nicht mit den anderen vergleichbar. Diese Skulpturen sind so konzipiert, dass man aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Bilder entdecken kann. Außerdem hat er sich bei diesen an der Fibonacci-Folge orientiert. Benannt ist die nach dem Mathematiker Leonardo Fibonacci. Der wollte damit eigentlich das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschreiben. Wie sich dann später herausstellte, hat dieser Fibonacci eine Formel gefunden, mit der die ganze Harmonie der Natur zu beschreiben ist. Von der Ananasschale bis zum Wachstum von Ästen verläuft das alles nach den Fibonacci-Zahlen. Die Ausstellung erzählt also von den verschiedensten Facetten aus seinem Leben. Ganz egal, was er auch schon in seinen 70 Jahren erlebt hat, eins ist ihm dabei ganz klar geworden. Kunst ist für mich ein Lebensmittel. Ich kann mich in der Kunst ausdrücken. Ich kann in der Kunst alle die mir begegnenden Sachen bewältigen, verarbeiten. Und das ist also das Hauptanliegen, das ich habe. Und ich möchte also ohne Kunst nicht sein. Grundsätzlich beschreibt sich Johannes Paquet inzwischen als sehr glücklicher Mensch. Er schafft es endlich wieder, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und dankbar zu sein für jeden Tag, jede Stunde, jede Minute.